Gestern Abend gegen kurz nach 18 Uhr überfielen zwei bislang unbekannte Täter dieses Optikergeschäft auf der Albertusstraße. Die beiden Täter bedrohten den Geschäftsinhaber und einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Letzteren zwangen sie sich, bäuchlings auf den Boden zu legen. Danach forderten sie die Herausgabe von Bargeld und nahmen sowohl das Geld aus der Kasse als auch aus den Portemonnaies der beiden mit. Anschließend liefen sie aus dem Geschäft, stiegen in einen blauen PKW mit Schrägheck und flüchteten mit ihm über die Steinmetzstraße in Richtung Bismarckstraße. Die Männer trugen eine Bomber- bzw. Kapuzenjacke und sollen zwischen 30 und 40 Jahren alt sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Männer oder das Fluchtfahrzeug gesehen haben, sich unter der 02161 200 zu melden. Im Fall der Insolvenz der Gladbacher Baufirma Jessen ermittelt nun auch die Staatsanwaltschaft wegen Verdacht auf Insolvenzverschleppung. Zuvor war den geschäftsführenden Gesellschaftern die Eigenverwaltung der Insolvenz entzogen worden. Darauf hingewirkt hatte unter anderem die Volksbank, die Gläubiger der Baufirma ist. Die Firma Jessen ist eines der wichtigsten Bauunternehmen in unserer Stadt. Bevor es am übernächsten Samstag für die Fohlen wieder in der Bundesliga losgeht, steht noch der Telekom Cup an. Zum 10. Mal findet die Standortbestimmung vor der Winterpause statt, dieses Mal in Düsseldorf. Neben dem Gastgeber und den Fohlen nehmen noch die Bayern und Hertha BSC teil. Los geht das Turnier am Sonntag ab 12.45 Uhr.